Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sitzen wieder zusammen, das bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wir öffnen Pokémon-Karten und ja, so ist es. Und zwar ist ja das 25-Jahre-Set von Pokémon rausgekommen und wir sind beide der Meinung, scheiße, die Preise sind einfach viel zu teuer. Ja. Und bevor das Video jetzt startet, will ich gerade mal so einen kleinen Real Talk noch machen. Also wie schon gesagt, die Preise sind uns beide einfach viel zu teuer. Also ich zum Beispiel wollte mir gerne eine Top-3er-Box holen, die halt eine zweifache Ausführung, einmal für Sealed und einmal zum Zerrippen. Dann hätte ich gern die Pikachu-Figuren-Box da und ich hätte gern ja so ein paar Boxen einfach zum Öffnen. Das mache ich aber nicht, also dieser Plan ist komplett über den Haufen geworfen. Vielleicht irgendwann, wenn die Preise mal ein bisschen runtergehen. Mein Plan ist jetzt derzeit, dass ich dieses Set ja so gut wie skippen werde. Ist zwar schade, weil ich es gerne sammeln würde. Allerdings werde ich es so machen, weil ich will eigentlich nur drei bestimmte Karten. Das sind noch nicht mal die Money-Karten in Form von dem Shiny Mew und der Nachtara-Karte. Ich möchte gerne die Uchiha-Starter haben. Glurak, Turtok, Bisaflor. Und sehr wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir die Karten einzeln kaufen werde, weil dann bin ich preislich deutlich günstiger unterwegs, als wie wenn ich mir jetzt diese überteuerten Boxen holen werde. Ich denke mal, das ist auch so deine Intention dahinter, ja. Weil ich glaube, wir wollen die beiden Karten haben. Nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, oder ja, ich habe mir in erster Linie gedacht, ich will halt schon irgendwie auch was öffnen davon. Ich will nicht komplett leer ausgehen und deswegen machen wir heute dieses Video und ich habe mir die dunkle Filinara Box geholt. Es wird wahrscheinlich das einzige Produkt jetzt in der näheren Zukunft sein, was auf unserem Kanal gerippt wird. Denke ich mal und zumindest bis die Preise mal ein bisschen droppen. Auf ungefähr. Jeden Fall. Und ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug gelabert und wir sind selber gespannt, oh ja, was wir hier ziehen. Hier ist das schöne Produkt. Wir haben hier viermal Celebrations Booster und ich glaube zweimal müsste es dann Farbenschock sein, weil ich habe so in Videos gesehen, dass meistens noch Farbenschock mit dabei ist. Mhm. Und natürlich die Promokarte Dunkles Filinara einmal in klein und einmal in groß. Ich bin gespannt. Wir öffnen das Produkt. Man muss sich jetzt auch überlegen, ich habe jetzt für eigentlich nur vier Booster, die ich haben möchte, hier raus, weil Farbenschock ist zwar ein geiles Set, aber dafür kaufe ich mir die Box nicht. Plus die Promokarte habe ich halt jetzt auch hier schon 50 Euro für bezahlt. Ne? Und wenn ich jetzt mal überlege, die Bisaflor und Turtok-Karte werden derzeit bei 20 bis 30 Euro gehandelt. Ja, klar, die Glurak-Karte ist natürlich aber teurer. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich hier die Box jetzt nicht gekauft hätte, hätte ich schon zwei von diesen Karten gehabt, die ich haben wollte. Ja. Ja, die Preise sind tatsächlich einfach unverschämt. Ja. Also vor allem, ich glaube, die kommen da auch nicht so hinterher mit dem Produzieren. Also, ja, aber weil deswegen sind, glaube ich, auch die Preise auch so hoch. So, wir ziehen das Ganze raus. Ui! Ah, hier ist noch irgendwie so ein Zettel mit dabei. Das ist die Karte, wie die beschrieben wird. Ja, ja, mehr Müll, ne? Ja, warte hier. Falls einer Bock hat, das zu lesen, Video auf Pause, viel Spaß dabei. Mich interessiert's nicht. Aber hier, wenn man das gerade sieht, ja. Also ja, das ist halt schon wieder geil, ne? Hier, Ah, da ist auch das 25-Jahre-Ding drauf, yo! Ja, ne, das ist. Ja, aber das ist Pikachu-Form. Das Pikachu-Form, halt. Ja. Geil. Also, da hat Pokémon, das können die halt einfach, ne? Aber ist halt schon wieder echt viel Müll. Wir holen erstmal die Promokarte raus. Ohne sie kann. Da ist noch nicht mal ein Code. Ich wollte gerade sagen, da ist nicht mal ein Code bei. Vielleicht ist er irgendwo noch woanders. Die haben jetzt erstmal die schöne Promokarte. Und ich finde, das ist mit einer der schönsten Promokarten, die in diesem 25-Jahre-Set mit dabei sind. Klar, die Pikachu V-Max-Karte mit der Figur dabei, die finde ich geil. Aber da würde ich niemals die Box öffnen. Und ich finde die Glurak-Karte mit dem Menacin da drauf, die haben die einfach verkackt. Die ist nicht schön. Aber ich bin zufrieden. Die Karte sieht auch echt schön aus, muss ich sagen. Obwohl hier so am Rand so ein bisschen... Das ist halt bei den V-Karten, glaube ich, oftmals auch das Problem. Ja, ist, glaube ich, ein bisschen, ja. Nee, ist ein Fussel. Perfekt. Wir sleeven die Karte direkt mal ein. Promokarte. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich schön. Ja. Und natürlich haben wir die auch nochmal in groß. Passt gar nicht hier drauf. Ich wollte gerade sagen. Ich werde hier nochmal die kleine daneben. Boah, die ist ja wirklich riesig. Die ist halt echt riesig. Leute, wir haben hier drin in dieser Box einmal Farbenschock, schaurige Herrschaft und viermal Celebrations. Und diese Celebrations Booster habe ich jetzt das erste Mal in der Hand und ich muss sagen, die fühlen sich einfach falsch an. Die fühlen sich falsch an in Form, weil da halt nur vier Karten drin sind und die sind so leicht. Wenn du jetzt hier so ein Booster hast mit 10 Karten drin, ist halt schon was anderes. Fühlt sich wirklich falsch an. Ist schon was vor allem anderes. Du hast alle vier in der Hand und es ist immer noch der andere Booster schwerer. Ja, ja, richtig. Wow. So, ich würde aber anfangen, jetzt die Karten zu öffnen. Wir fangen an mit Schaurige Herrschaft. Bin ich jetzt?
Es gibt ja ein paar coole, man kann ja nicht sagen, es gibt ein paar coole Karten, die du ziehen könntest. So die hier gibt legendären alternativ, Vögel, ne? Die legendären Vögel in Gala, Gala? Ja doch, Gala, in Full Art halt, oder? Ich glaube V. Ja, vielleicht haben wir hier auch schon einen Hit oder so. Keine Ahnung, wie der Kartentrick funktioniert. Aber also hier ist ganz normal der Kartentrick, ja, hier ist der Code. 1, 2, 3, 4. Irgendwie fühlt es sich nochmal komisch an. Weißt du, zwar den Stream letztens gehabt, aber bis Jan. Jetzt geht schon wieder los. Aha. Horn. Echohorn. Die sieht auch cool aus. Die würde ich auch als Full Art nehmen. Junior. Hopplor. Hopplor ist aber auch ein. Das ist aber ein cooles Artwork. Mit dem Schneeball. Mit dem Schneeball, ne? Chimpep. Ui. Und jetzt Starter oder was? Das andere nochmal. Das andere wäre jetzt. Memion. Memion, genau, Memion. Das ist die Reverse und... Ja. Alter, was ist das denn für ein Artwork? Diktri. Das ist aber ein lustiges Artwork von Diktri, finde ich. Diktri. Ja, der erste Booster gönnt man richtig. Ja, Diktri. Der hat gegönnt, Jungs. Farbenschock. Da hat der Jan Lukas mal ein komplettes Display geöffnet, ne? Hat mir davon ein Video gemacht? Nee, tatsächlich nicht, weil... Nicht? Also ich muss sagen, es hat sich nicht gelohnt, ein komplettes Display aufzumachen. Ich habe zwar ein paar coole Sachen gezogen, aber nicht so, ich jetzt so sagen würde, oh scheiße, ja, das war schon geil. Wie einfach hier die Booster kommen. Ja, Farbenschock, ist, Farbenschock gönnt so, finde ich, bei Boostern auch. Das Ding ist, Farbenschock ist übel das coole Set. Stell dir vor, du ziehst jetzt hier einfach Rainbow Pikachu. Das, ich wollte gerade sagen, ist Pikachu drauf. Code. Code. 1, 2, 3, 4. Turn around. Ich stell dir mal vor, das wäre jetzt. Das wäre schon insane lustig, tatsächlich. Kampfenergie. Gala Flunschlick. Das Ding. Moruda. Das habe ich schon gehört. Zappelack oder Zappeleck. Oh, wie es heult. Schneckmack. Baumwoll. What's up? Kamehaps und... Ja, gönn, Alter. Ein richtiger Papagei. Das Dato ist sehr, sehr mau. Aber das sind ja die Booster, um die es jetzt sich nicht handeln soll. Die sondern jetzt kommen hier. Viermal... Celebrations. Ich bin ein bisschen angespannt, gespannt. Wie funktioniert hier bei der Kartentrick? Einfach nur eine von hinten nach vorne? Hier mache ich keinen Karten. Gar keinen? Nee, weil es kann auch sein, dass die Full Art Pikachu-Karte auf dem letzten Slot ist und so. Und dann will ich mich auch nicht unbedingt spoilern. Ich probiere jetzt erstmal so. Schwierig. Also ich sag's ganz ehrlich, du wirst... So gehen die gut auf. Du wirst einen, in Anführungsstrichen, normalen, dicken Hit haben. Also normal dick. Da kommen schon die ersten Holos. Das, wie gesagt, finde ich halt ein bisschen schade bei dem Ding, aber... Geh die Booster-Marsch ein bisschen vorsichtiger auf. Die würde ich mir gerne auch auf Seite ziehen. Einfach nur, ja, dass ich da... Oh, krass. Ach, die 25 Jahre Stempel. Ich vor allem das Ding... Die ist, Karten sind halt schon... Ich bin jetzt auch gut, gespannt. Ja. Ich will gleich mal eine von den normalen Karten in der Hand nehmen. Weil das Holo voll ja über die ganze Karte ist, ne? Guck mal. Oh, ja. Die Karten, die haben halt schon was, aber die Preise sind halt einfach viel zu teuer. Ja, natürlich. Zekom. Reshiram. Die typische Kombination. Das Ding ist so viele Videos. Und? Ja, perfekt. Ja, das ist doch was Gutes, ne? Ich hab keine Ahnung. Das ist doch von dem anderen Set, ne? Kann das sein? Ja, das kann sein. Das ist auf jeden Fall ein älteres. Also ein anderes. Ich bin da zig. Das ist doch die Entwicklung von Popanza, ne? Kannst du sagen? Ja, jetzt kommt halt der... Und? Ui, Zamazenta. Zamazenta, nice. Weiter geht's. Zweiter Booster. Kenn ich nicht. Ivital. Du! Nice, Alter! Ja, oh Mann. Mein Gott! Geil! Geil, Alter, das wäre auch so eine Karte, die ich unbedingt ziehen würde. Rocket-Stempel, 25 Jahre Stempel. Dunkles Garados. Nice! Geiler Scheiß. Das wäre neben den drei Starter noch eine Karte, die ich unbedingt haben würde. Ist halt true. Ja, Mann, Alter! Nice, ey! Die werde ich wahrscheinlich auch einschicken. Hä, übel gut. Ihr habt doch gesagt, du kriegst einen dickeren Hit, also emotional dickeren Hit. Sehr schön, sehr schön. So, und dahinter ist noch... Perfekt. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Darf ich auch mal? Ja, bitte. Alter, das ist halt so ein geiles Artwork. Geil, geil. Sehr schön. Ich glaube, bis jetzt auch noch keine Karte doppelt. Oh, jetzt habe ich es gesagt. So ja, pass auf, einfach wieder den Bogus Garados. Ah, ja, der Tannenbaum. Der Weihnachtsbaum, meine ich. Weihnachtsbaum. Ivital, gut, haben wir schon. Und so viel zu dem doppelt. Und... Mew! Geil! Schön! Oh, das sieht auch geil aus, das Holo. Ich sag, da ist jetzt eine Pikachu-Karte drin. Eine Pikachu-Karte ist da jetzt safe drin. Meinst du? Ja. Reshiram, da siehst du, jetzt kommen die schon doppelt. Und... Jo, Knack! Level X, was? LOL! Keine Ahnung, ich kenn mich damit nicht so aus mit den alten. Das ist, glaube ich, auch eine von den seltenen, die du halt nicht so oft siehst. Aber da finde ich auch, dass das Holo am Rand so schön...
Nice! Nehme ich mit. Ja, absolut. Und? Ja, sehr gutes Pikachu. Was hab ich gesagt? Ich hab's doch gecallt. Es ist so ein gutes Set. Es ist so ein Pikachu gutes Set. Noch. Ah, wie geil. Süß. Ja, gut, dann kommt noch der Code. Perfekt, Digga. Ich hab's gecallt, Leute. Servendes Pikachu noch. Leute, wir schauen nochmal. Für mich das absolute Highlight. Oh, allein dieses Lila im Hintergrund. Mm. Ah, der Garados mit seinem Sharingan, Alter. Also ich finde, es hat sich gelohnt dafür, dass man nur 4 Booster hat mit jeweils 4 Karten. Also man wird halt nicht enttäuscht. Klar, wenn man jetzt mehr öffnet, dann doppeln sich die Karten, genau. Also jetzt war das für uns das erste Opening von diesem Set. Deswegen finde ich das super gut. Du hast halt viele Holos, also sind ja nur Holos drin. Klar. Und halt so ein paar Highlights noch dabei. Aber ich glaube, wenn man jetzt sich, keine Ahnung, 10 Boxen holen würde, dann hat man natürlich dieses, ich sag's mal, dieses normale Set mit den 25 Karten, mit den Holo-Karten. Das hast du ja dann voll und hast dreifach. Alle Karten dreifach, genau. Wir haben ja jetzt schon aus 4 Boostern, hast du ja jetzt schon 2-3 Karten auch doppelt gehabt. Richtig, ne? Aus 4 Boostern, ja. Aber unterm Strich würde ich sagen, hat sich das gelohnt. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Auch jetzt gerade nochmal, möchte ich gerade nochmal anmerken, Jan-Lukas hat es jetzt im letzten Video auch mal gesagt, erstmal fettes Dankeschön, dass ihr es auch nochmal von mir hört. Der Kanal geht momentan echt sehr gut, sehr gut. Also wir schauen jeden Tag darauf. Wir haben jetzt mal geschaut, so wir haben mal durchgerechnet die letzte Woche, also sprich in den letzten 7 Tagen, haben wir im Durchschnitt um die 3-4 Abos am Tag gemacht, wo wir uns denken, hä, what, warum, wir sitzen hier halt einfach nur wie zwei Dullis und machen halt Videos und da draußen gibt es halt wirklich Leute, die sich das gerne anschauen, besonders halt die ARK-Videos. Mhm. Und bezüglich auch nochmal kurz, schweife ich ein bisschen aus, aber egal, jetzt nochmal bezüglich ARK, also könnt ihr euch nochmal vieles freuen. Oh ja. So, das war der Schlusspunkt. Für heute sind wir raus. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ciao.